Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? Wow. Chloe will auch wieder etwas Aufmerksamkeit. Ja, wir sind doch Freunde. Ich meine, wir haben mit ihr diese Umfrage gefragt. Warum sollte ein Mensch nicht mit einer Maschine befreundet sein? Ich meine, ihr Ja freut mich. Sehr interessant, dass... Guckt sie, wo wir draufgehen. Es ist so faszinierend. Okay, wie ich schon beim letzten Mal erwähnt habe. Sie sehen, welche Teile der Story sie erkunden und welche sie verpasst haben. Sie können Entscheidungen anderer Spieler verfolgen und noch vieles anderes machen. Okay. Mit dieser Grafik können sie an jedem Punkt der Story wieder einsteigen. Aber meine Schöpfer empfehlen, dass sie das Spiel zumindest einmal durchspielen, ohne zurückzugehen. Was auch immer passiert. So oder so, es ist ihre Geschichte. Okay. Die Sache ist, wir werden jetzt hier. Also wir haben den Stratford Tower ja gestern gesehen und auch wie Connor das macht. Aber ich will nicht, dass Connor stirbt. Das geht auf keinen Fall. Deswegen werden wir das Ganze dann auch etwas spulen. Ja. Und wir gehen einfach an den Punkt, an dem ich sozusagen, wo alles schief lief. Das heißt, wir werden den ersten Part ein bisschen kürzer machen und dann hier dann schon mal, was passiert danach? Es geht wieder mit Kara weiter. Aber wir fangen jetzt hier an. Oh, wir haben auch Kontrollpunkte, das wusste ich gar nicht. Okay, das heißt, wir starten dann auch gleich im Stratford Tower an dem Kontrollpunkt. Connor? Erinnerst du dich? Ich war auf der Terrasse. Der Android mit dem kleinen Mädchen als Geisel. Ich wurde angeschossen. Du hast mich gerettet. Ich erinnere mich. Ich wäre auf der Terrasse gestorben. Du hast mich gerettet. Es ist schräg, das einem Androiden zu sagen. Aber danke. Diese kleine Szene wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil wir beim ersten Mal hier anscheinend nicht waren oder eben nicht in seine Nähe gegangen sind. Aber faszinierend, auf welche Details da geachtet wird. Wir sehen uns gleich. So, wir sind jetzt hier wieder bei dem Verhör. Ich weiß halt nicht, ob ich nochmal dieselbe Kombination drücke, deswegen... Ich meine, wir wissen, er hier ist der Aufweichler, aber ich will es jetzt nicht zu offensichtlich machen. Nenne dein Modell. Modell JB300, Seriennummer 336-445-581. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Sollen wir ihm den Speicher auslesen? Das wäre zu einfach. Das machen wir jetzt hier bei dem hier. Hat
Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Da war's. Da war wieder die Kopfbewegung. Verstehst du? Zerstören! Was machen wir jetzt? Die Abweichler wurden erwischt. Ich glaube, ich habe wieder selber genommen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Nein. Nein. Was? Warum? Ja, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Nochmal. Komm schon. Komm schon. Das war das, was wir nämlich beim letzten Mal übersehen haben. Wir werden einfach nur das Messer rausziehen müssen. Oh mein Gott. Gott. Er ist ein Abweichler, aufhalten! Bitte sag mir nicht, dass wir jetzt tot sind. Oh, schon wieder! Doch nicht. Connor, nein. Okay. Ich werde jetzt nicht nochmal zurückgehen. Ich werde es nicht nochmal machen. Ich werde einfach jetzt, ja. Hoffen, dass er nicht tot ist. Hier hat er sich abgeschaltet. Hier haben wir uns geopfert. So langsam glaube ich gar nicht mehr, dass es eine Möglichkeit gibt, den zu retten. Wir hätten das Dach untersuchen können und da wäre dann eine komplett andere Plan gewesen. Oh Mann. Okay, okay. Wir gehen weiter, Leute. Okay.
Warum sind wir denn hier gelandet? Hier ist ein Auto. Hier ist auf jeden Fall jemand. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Wer ist Rose? Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Mensch oder Androide? Mensch. Vermute ich jetzt mal. Können wir ihnen vertrauen? Seien wir vorsichtig. Wenn es komisch wird, hauen wir ab, okay? Bei der Scheiße, was passiert ist, kann man nie vorsichtig genug sein. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Kann ich das jetzt hier schon lesen? Nein, vielleicht können wir uns später hier noch umsehen. Okay. Gästezimmer. Check. Sieht jetzt erstmal nicht gefährlich aus. Kleinen helfen. Auch die Jacke ausgezogen. Gut, Kara. Ach, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Es ist wichtig, dass sie isst. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Hm.
schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker. Ach, ist Lisa süß. Ich bleib bei ihr. Er bleibt bei ihr. Das heißt, ich brauche mir um sie keine Sorgen machen. Papa. Okay. Können wir hier rausgucken, wo wir sind? Nein. Jetzt von woanders? Nee, sie ist sich das immer das. Okay. Hier oben ist also wirklich nichts mehr. Und so gehen wir runter. Na? Aber die Vorsicht. So vorsichtig. Wir vertrauen niemandem, denn wie oft sind wir jetzt schon drauf reingefallen? Weihnachten. Oh. Klavier. Markus wird jetzt hier Klavier spielen. Hier sind Buchstützen, aber keine Bücher mehr. Hier sind ein paar Bilder von Vögeln. Sieht aus, als hätten sie immer noch die Rahmen, wo sie beim Kauf gehabt haben. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Kann ich noch ab. Denn wir haben hier etwas zu lesen. Oder ich will es lesen, aber es lässt mich nicht scheiße. Kamin. Eine Standuhr. Es ist alles seltsam hier ein bisschen. Ich setze mich gleich, sobald ich dazu bereit bin. Alles ausgekundschaftet habe. Wir sind sehr vorsichtig geworden. Es geht hier immerhin um Alice. So, los. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Ach, jetzt geht's um die Hautfarbe, okay. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Nein. Dazu müsstet ihr über den Fluss und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Welche Rede? Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell. Ich kann ja immer noch nicht lesen, okay. Na
Was ist los? Sind hier noch mehr Leute? Das ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Oh nein. Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Ich will wissen, was sie macht. Sie ist doch so süß. Was tut sie? Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Scheint aber nicht so. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abwehr hier heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! No. Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Er hat Angst. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen. Okay. Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Wir lesen das jetzt als erstes. Wer würde ihn gewinnen? Den dritten Weltkrieg. Bonuskultur, wieso Banker sich selbst so viel zahlen und steht Präsidentin Warren Cyberlife zu nahe? Der dritte Weltkrieg. Und wer würde ihn gewinnen? Würden die Kämpfe in der Arktis ausbrechen, wer würde gewinnen? Amerika hat einen schlechteren Zugang zum Gebiet, ist aber umgeben von Verbündeten. Russlands Androiden besitzen einen technologischen Vorteil. Sie können bei Temperaturen unter Null arbeiten. Die US Navy ist mit Trojaner- und Myrmidonen-Einheiten von Cyberlife ausgerüstet, die für den Kampf auf See optimiert sind. Während Russland stark in Eiskutter-Einheiten investiert hat, die Wege durch solides Eis bauen können. Beide Armeen scheinen gleich stark zu sein und Harry Grayton, Präsident des Weltrates für Gebietsstreitigkeiten, beschreibt die Ansprüche beider Länder auf die Arktis als gleichermaßen dürftig und gleichermaßen zynisch. Ein Sprecher der UN kommentierte das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Arktis so. Die Tatsache, dass die Truppen so ausgewogen sind, ist ein Grund mehr, wieso ein Konflikt um jeden Preis vermieden werden soll. Bei einem Krieg gäbe es nur Verlierer.
Ja, das ist halt nun mal so, wenn Maschinen gegen Maschinen kämpfen. Ist es eine Kara? Cyberlife, der beliebteste Androide für den Haushalt. Verwöhnen Sie sich. Den AX400 gibt es schon ab $899. Designed von Cyberlife, erbaut in Detroit. Ah, das ist nur eine Anzeige. Wir haben dieses Mal gar kein zweites Laserding. Okay. Es klingelt an der Tür. Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Luther, nimm Alice und versteckt euch. In der Waschküche. Komm, Alice. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Was habe ich übersehen? Ich habe keine Ahnung, was wir für gesehen haben. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Ich habe etwas übersehen und ich weiß nicht was. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Die Wäsche. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein. Hier sind keine Androiden. Wo ist der Polizist? Ah. Danke. Misstrauen 0%. Du Junge. Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er macht sich nur Sorgen wegen dieser Abweichler. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen.
Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Oh mein Gott. Die Nerven gespannt bis zum Abwinden. Halleluja. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Loser ist auch... Da ist Rose. Macht euch bereit. Okay. Wir gehen heute Nacht. Oh, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Ding für sich. Wir haben irgendwas im Hause versehen. Jede Menge sogar. Wow, was haben wir denn schon wieder alles übersehen? Okay, da hätten wir sie weggehen lassen. Und da hätten wir wahrscheinlich auch noch mit dem Gute-Nacht-Kuss keine Ahnung. Das Haus erkunden. Adam kehrt zurück. Wir haben nur das Magazin gelesen, haben sonst nichts gemacht. Aber der Polizist ist einfach gegangen, also nichts weiter Kompliziertes oder Böses passiert. Nun denn, bis zum nächsten Mal, Sturmtruppler. Macht's gut, ciao, ciao.